Herzlich willkommen beim Schlagabtauschticker, eurer zentralen Anlaufstelle für News aus der Schlagzeug- und Percussion-Welt. Hier erfahrt ihr alles über bevorstehende Events, aktuelle Veranstaltungen, brandneue Bücher und die neuesten Trends der Szene. Wir halten euch stets auf dem Laufenden, damit ihr immer bestens informiert seid und nichts verpasst. Legen wir los. Veranstaltungen. Die folgende Veranstaltung richtet sich an alle Percussion-Fans und die, die es noch werden möchten. Vom 24. bis 28. Juli könnt ihr mit Kursleiterin Ranvita Hahn am Bebersee im Ruhrgebiet in die Welt der Conga und Afro-Drums eintauchen und vier ganze Tage lang mehrdimensionales Trommeln erleben. Ranvita Hahn ist Musikerin und Rhythmuspädagogin und spezialisiert auf Conga und Afro-Drums, Handpan, Taiko und Percussion. Als Gründerin der Rhythmusweltenschule bei Köln und Advanced Taketina Rhythm Teacher leitet sie seit den 90er Jahren Percussion-Kurse und Events, die vor allem Spielfluss, Koordination und Spielrepertoire vermitteln. In ihren Kursen zeigt sie, wie Rhythmus als universelle Sprache Vitalität und Lebensfreude fördern kann. Die etablierte Veranstaltung Trommelcamp am Bebersee, die seit über 20 Jahren veranstaltet wird, bietet die Möglichkeit, tief in das rhythmische Erleben einzutauchen. Basierend auf der Taketina-Methode wird 5 bis 6 Stunden täglich getrommelt, rhythmische Warm-ups gemacht und mit rhythmischer Stimme in verschiedenen Zyklen geführt. Das Erleben von Polyrhythmik und komplexeren Zyklen auf 2 Congas oder Afro-Drums steht im Mittelpunkt. Der Workshop richtet sich an Trommlerinnen und Trommler mit Vorerfahrung, die ihr Können erweitern und neue Inspirationen suchen. Technikkenntnisse sind Voraussetzung und Taketina-Erfahrung ist hilfreich. Die Kosten betragen 320 Euro plus Unterkunft und Verpflegung. Los geht's am Mittwoch, den 24. Juli um 18 Uhr. Der Workshop endet am Sonntag, den 28. Juli um 13 Uhr mit dem Mittagessen. Den Link zu weiteren Details zur Anmeldung und den Zimmerkategorien findet ihr in den Shownotes. Firmen-News. Es gibt gute Neuigkeiten für alle Drummer, die die Sono SQ1 Serie lieben. Die Sono SQ1 Serie hat ein neues edles Finish in ihren Line-Up erhalten. Satin Pure White. Die Satin Pure White Lackierung besticht durch ihre klare und zeitlose Optik und hebt den modernen Charakter der SQ1 Serie besonders hervor. Diese exklusive Lackierung wurde speziell für die SQ1 Serie entwickelt und ist tatsächlich nur in dieser Serie erhältlich. Der von Sono auserwählte Botschafter für das Satin Pure White Finish ist der Drummer Adam Marco aus Ungarn. Mit ihm wird es einige Videos geben, die demnächst veröffentlicht werden. Adam Marco ist ein vielseitiger Session-Musiker, Pädagoge und Produzent als Drummer der Band Special Providence und Mitglied weiterer Bands wie Cloud9 Plus, Usume und Kaltnegger Marco wurde er 2018 von dem Rhythm Magazine und von Music Radar als bester Brock-Drummer nominiert. Man sollte Adam Marco also auf dem Schirm haben. Kurz ein paar Specs zur Sonor SQ1 Serie für die, die sie nicht kennen. Die Sonor SQ1 Serie kombiniert Birkenholzkessel mit der Sound Sustainer Befestigungslösung. Diese Technologie, inspiriert von der Automobilindustrie, zielt darauf ab, die Resonanz und den Sustain der Trommeln zu optimieren. Wissenschaftliche Tests deuten darauf hin, dass die Sound Sustainer Technologie eine verlängerte Sustain-Dauer und ein klareres Obertonspektrum im Vergleich zu traditionellen Befestigungsmethoden ermöglicht. Der Top-Drummer und Sono-Endorser Chris Coleman beschreibt die SQ1 Birkenkessel als vielseitig und voll im Klang, selbst bei einer schwachen Feldspannung. Die neuen Sound Sustainer bieten eine vollständige Isolierung zwischen der Metallhalterung und dem Holzkessel, was zu einem lang anhaltenden und klaren Decay führen soll. Wer neugierig geworden ist, sollte sich die neue Satin Pure White Lackierung und die technischen Raffinessen der Sono SQ1 Serie unbedingt genauer bei einem Händler seines Vertrauens anschauen. Wer jetzt schon mehr Infos braucht, Links zum Sono SQ1 findet ihr natürlich in den Shownotes. Aktuelle News. An dieser Stelle mache ich euch sehr gerne als Fan dieses Drummers auf das neue Album Mark von Drummer Mark Giuliana aufmerksam, das ab sofort über Edition Records erhältlich ist. Mark Giuliana von The New York Times als, Zitat Anfang, ein Schlagzeuger, um den sich ein Kult der Bewunderung gebildet hat, Zitat Ende beschrieben, bringt mit Mark sein erstes komplett solo aufgenommenes Album heraus. Es zeigt Giuliana als vielseitigen Komponisten, Arrangeur und Multi-Instrumentalisten. Das Album wurde im Studio 606 in Los Angeles aufgenommen und vereint Marks Erfahrungen und Inspirationen. Es folgt seinen bisherigen erfolgreichen Alben The Sound of Listening und Miss Keith. Gleichzeitig ist es ein Startpunkt
für eine neue musikalische Richtung des Grammy-nominierten Musikers, der für seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie St. Vincent und David Bowie bekannt ist. Und jetzt was für Kaffeegenießer unter uns. Zur Feier der Veröffentlichung von Mark hat Mark Juliana in Zusammenarbeit mit Camber eine spezielle Kaffeemischung entwickelt. Die Mischung aus Honduras und Kolumbienbohnen soll sich durch ihren saftigen und intensiven Geschmack sowie durch komplexe Noten von frischem Honeycrisp-Apfel und süßer Beerenmarmelade auszeichnen. Weiterführende Links zur Kaffeemischung und natürlich zum Album Mark in den Shownotes. Buch Neuerscheinungen. Bertram Engel. Ein Name, den man, so hoffe ich zumindest, hier niemanden mehr wirklich vorstellen muss, gehört er doch seit über 50 Jahren zu den Größen der deutschen Rockmusik. Dennoch, für diejenigen, die mit dem Namen nichts anfangen können, in Kürze, Bertram Engel ist seit den 70er Jahren Teil des Panikorchesters von Udo Lindenberg und seit über 4 Jahrzehnten fester Schlagzeuger in der Band von Peter Maffay. Außerdem ist er als Songwriter und Produzent tätig. In all seinen Jahren hat Bertram so einiges erlebt, Grund für ihn, mal einiges niederzuschreiben. In seinem Buch »Mit alten Männern spiele ich nicht«, das am 17. September 2024 erscheint, erzählt er in seiner Autobiografie von seinem aufregenden Leben als Rockmusiker. Das Buch bietet weitgehende Einblicke in seine beeindruckende Karriere, gespickt mit Anekdoten über die Stars, mit denen er zusammengearbeitet hat. Engel reflektiert humorvoll und selbstironisch über Höhen und Tiefen in der Musikszene und gibt einen authentischen Blick hinter die Kulissen des deutschen Rockgeschäfts. Wer Bertram etwas kennt, der weiß, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, niemanden schont, stets authentisch ist und Tacheles redet. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der Kürze liegt die Würze. Das ist nicht immer das Motto von unserem Schlagabtausch, aber das war's für heute im Schlagabtausch-Ticker. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Episode 93 des Schlagabtausch-Podcasts veröffentlicht wird. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Alle Links zum Podcast sowie zu Dirk Brandt und mir findet ihr in den schon des Öfteren erwähnten Shownotes. Bis dahin, bleibt gesund und munter, kommt gut durch den Sommer und denkt dran, immer schön im Groove bleiben. Ciao.